Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Zellacon und heute habe ich googeln müssen, wie man am besten Blast from the Past übersetzt. Als sinnigste Übersetzung entscheide ich mich mal heute für Begegnung aus der Vergangenheit und diese hatte ich auch. Es war eines schönen Tages, dass ich einen Anime-Laden in Düsseldorf betreten habe und absolut gar nichts erwartet habe und ich Schmuckstücke aus den 80ern fand. Aber lasst mich größer ausholen, ich habe bereits ein 1:100 aus den 80ern gebaut und muss sagen, es war ein kleines Abenteuer, aber kein schönes. Viel Kleber, viele nackte Stellen und alles auseinanderbrechend, was man auch nur auseinanderbrechen haben kann. Und irgendwann habe ich dann auch aufgegeben. Aber irgendwas lachte mich einfach an diesen kleinen Packungen an, die ungefähr so groß sind. Ja, wie so ein Haropla, wie so ein Harobox. Das erste Aufatmen hatte ich, als Donny von Don Zwergo unbedingt mal eine Packung aufmachen musste und wir auf das mintweiße Plastik starten. Ja, es ist einfarbig, ja, man muss selbst die kleinsten Kleinigkeiten kleben, also wirklich, da ist absolut gar nichts mit stecken. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es hat doch so einiges an Penlines und Details preisgegeben und spätestens jetzt konnte mich nicht mal ein MG mehr Interesse in mir wecken, sondern ich musste dieses Kit bauen und selber sehen, wie viel Arbeit ist es da, Farbe reinzubringen und das auf einen modernen Stand zu übertragen. Und ja, hatte einige Probleme hier und da und viel mit Ungeduld zu kämpfen und mit Masking Tape, das dann erstmal wieder nicht abging. Und es ist trotzdem sehr, sehr spannend, was in 40 Jahren Gunpla oder ein 40 Jahre altes Gunpla-Kit immer noch drauf hat. Klar, man braucht jede Menge Tools, die man gerade als Anfänger eher nicht so hat. Aber wer so oder so schon customized und bemalt und ja, normale Customize-Arbeit macht, der hat absolut kein Problem mit diesen Modellen und da wieder ja, diese alten Modellen strahlen zu lassen. Also ich habe jetzt nur angemalt, clean, ohne Shading und ja, ein Panel-Line-Wash aufgetragen und tada, ein kleines neues Lieblingsmodell bekommen. Ach ja, habe ich schon gesagt, dass ich inzwischen 4 gekauft habe und wirklich interessante Modelle dabei sind. Gerade der Core-Booster und die ganzen Schiffe machen mich total an und da ist es so gut wie gar nicht mehr gibt, diese Modelle, ja, und vor allem auch keine Neuauflagen von diesen Modellen gibt, sind diese Kits immer noch sehr, sehr interessant. So, jetzt habe ich aber wie immer genug geredet. Wir gehen jetzt mal an den Tisch, beziehungsweise ich drehe mich um und wir schauen uns die Verpackung und die Modelle genauer an. Wir sind am Tisch angekommen und ich habe mal eine kleine Auswahl an Paketchen, lege ich mal hier drauf. Und da seht ihr schon direkt, was ich meine. Es sind wirklich Kits, die nicht offensichtlich so rauskommen. Die Verpackung, ne, komplett auf Japanisch. Also da ist kein Wort Englisch oder irgendwas anderes drauf. Nicht mal der Name ist auf Englisch. Insofern legen wir die mal weg und wir schauen mal in ein Paketchen hinein. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Ne, ein relativ weißes Kit wird immer weiß sein. Hier bei diesem Kit handelt es sich um ein relativ lilanes Kit, also ist alles gleichmäßig lila. Viel Variation gibt es da nicht, aber schaut euch jetzt mal an. Wir haben hier kleine Seagogs und hier haben wir kleine Sakuchens. Das sind halt so Dinge, weshalb ich das so genial finde, warum ich das so spannend finde zu machen. So, 2 Runner habe ich bis jetzt bei jedem Kit so gesehen, mehr gibt es da nicht. Wir schauen uns das Ganze mal fertig an. Und jetzt sollte es spätestens jedem klar sein. Also ich muss hier gar nicht versuchen, irgendwas abzunehmen. Ne? Das ist die einzige Steckfunktion, die dieses Set hat, dass ich den Core Fighter da rausnehmen kann. Zum Vergleich, so sieht das Ganze vom Plastik her aus, wenn man es nur zusammenklebt. Und ja, da muss man viel kleben, viel schleifen, um dass es halbwegs vernünftig aussieht. Aber ich denke, ist ein ganz gutes Modell geworden, oder? Also ich habe absolut meine Freude daran gehabt. Das ist, wenn man es vernünftig macht, so ein richtig schönes Tageskit, das man einen Tag anmalt, einen Tag baut und man hat was Schönes zu Hause stehen. Und ja, hier vorne habe ich gepinselt und hier habe ich gepinselt, was habe ich auch, selbst obwohl ich es abgeklebt habe, ist was übergetreten. Aber so viel dazu. So, damit haben wir genug erklärt für diese wunderschönen 80er Modelle und wenn ihr eure Hände daran bekommt, ja, versucht es doch einfach mal. Es ist auf jeden Fall
sein Geld wert. Ich habe, wie gesagt, die Dinger für 6 Euro, 6,50 Euro bekommen und dafür kann ich nicht meckern. Wenn ihr nun auch Lust habt, so ein Kit zu bauen, beziehungsweise wenn ihr Lust habt, mir öfter bei sowas zuzuschauen, dann schaltet doch ein. Jeden Montag und Mittwoch ab 18 Uhr auf Twitch, jeden Freitag hier auf YouTube und seit neuestem auch auf TikTok. Insofern, schaltet ein, ich freue mich auf euch. Bis dann.